Also ich bereue, dass ich manchmal nicht das getan habe, was ich hätte gerne tun wollen. Also so ein bisschen mehr Pippi und ein bisschen weniger Annika, ein bisschen mehr mutig und nicht in Schubladen gesteckt und einfach das zu machen, was ich gerne möchte und nicht das zu machen, was ich soll. Gerade in der letzten Zeit bereue ich enorm viel, nicht da gewesen zu sein, geflüchtet zu sein, weggelaufen zu sein, um mich dann zu verstecken, Angst zu haben. Ich freue mich ja auch darauf, älter zu werden, weil ich dann gelassener bin und mehr zu mir selber gefunden habe und noch weiterhin finde. Ich freue mich wirklich auf ganz viele Jahreszeiten und Sommer noch und mit Zeit mit meiner Familie zu verbringen und mit meinen Freunden und einfach zu leben. Ja, am meisten freue ich mich, das Leben meines Sohnes zu begleiten, dass ich jeden Tag daran teilnehmen darf und ihn ja auch irgendwo ein bisschen was vom Leben mitzugeben. Meine Tochter und meine Enkeltochter. Und nicht zu vergessen, auch wenn es schon eine Weile her ist, diese Mutter zu haben, die ich hatte. Das allergrößte Glück war sicherlich die Geburt meiner Kinder. Ich habe viel oder am meisten Angst vor Verlust von Menschen. Also ich habe Angst davor, dass sowohl meine Familie als auch meine besten Freunde, meine wichtigen Menschen um mich herum oder ich selber krank werden. Ja, Angst eigentlich nur, meine Selbstständigkeit zu verlieren. Glaub an dich selbst. Glaub, dass du alles so richtig machst, wie du das entscheidest in dem Moment. Auf jeden Fall Situationen, die sich auftun, die sich ihnen stellen, beim Schopfe packen und den Moment erfahren und genießen, auch wenn man sich manchmal nicht sicher sein kann, ob das die richtige Entscheidung dabei ist oder gegebenenfalls auch Risiken damit verbunden sind. Aber wenn man so einen innerlichen Wunsch hat, etwas auszuprobieren oder erfahren zu wollen, dann lieber tun als nicht tun. Immer auf das Herz hören und das tun, was für jeden Einzelnen wichtig erscheint. Sich nicht begrenzen zu lassen, sondern sich wirklich ausprobieren und das, was man immer gerne machen möchte, auch wirklich tun. Naja, für mich ist Gott nicht der Opa, der an der Wolke sitzt, ne? Also, sondern es ist eine Kraft, die in mir ist, die bei mir ist, die mich begleitet und trägt. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder ob es den Gott gibt, aber ich glaube, dass es etwas gibt zwischen dieser Welt und der anderen Welt und dass es das gibt, was uns ein Leben lang begleitet und was uns vor ganz vielen Gefahren abhält oder auch vor ganz vielen Sachen beschützt. Ich glaube schon, dass es da etwas gibt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, was uns ausmacht, aber es gibt mir einen guten Umhang. Mir wünschen, dass wir da alle kompromissloser, ein bisschen mutiger, ein bisschen straighter werden. Ein bisschen mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Verständnis füreinander und vor allen Dingen mehr Toleranz. Die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und wenn sie dir nicht gefallen, dann such dir andere Freunde. Aber lass die Menschen so, wie sie sind, denn so sind sie richtig.